zwei Jahre Beziehung. Tommy. Sechs Jahre. Ja, du musst auch einfach mal wieder. Ne? Vielleicht jemand ein bisschen mehr Mühe geben. Egal. Ich habe auch mal was Nettes sagen zum Gespräch. So. Wir haben jetzt doch schon wieder fast zwei, fast eine Stunde gequatscht. Das ist richtig so. Wir müssen jetzt. Wir haben FKK gemacht. Ich bin gerade am Strand und wollte mich anziehen. Und dann kam ein Mann mit einem Fahrrad und sagte zu mir: Hallo, Sie sind ja eine unheimlich geile Sau. Wie höflich kann man denn pervers sein? Ein absolut sehr höfliches Ferkel war das natürlich. Ja, das ist ein richtig höfliches Ferkel. Ja, das höfliche Ferkel. Ja. Das höfliche Ferkel. Alter! Mann, du warst doch weit hinter mir! Was soll denn die Scheiße heute? Habt ihr heute alle wieder keine Zeit oder was soll das? Wollt ihr heute wieder irgendwen umbringen oder so? Mein Gott! Rechnet ja auch kein Mensch mit! Ach, meine Fresse! Ich krieg schon wieder ein zu viel hier. Wie kommt das jetzt plötzlich? Es ist ein LKW von uns ausgebrannt. Ah ja, das ist ja. Und den ersetzt ihr jetzt gerade? Genau. Alter, jetzt werde ich hier in der Baustelle vom LKW überholt. Sag mal, was ist denn jetzt kaputt? Sag mal, hast du irgendwie... Ich glaub das nicht, Alter. Ich glaub das nicht. 2,10 Meter Spur, er ballert mit seinem Sattel durch. Harter Typ. Das habe ich auch extrem selten. Normalerweise nur nachts, aber das ist ja ein harter Typ. Tja. Ja, komm doch noch dichter vor mir rein. 7 Meter. Mein Gott, was soll das? Was soll das? Das ist doch beschissen. Weiter! Nicht bremsen! Doch! Das würde ich mir beide wollen nicht zusammen verarschen, oder? Nee, ich hab euch schon geglaubt. Mein Gott, nimm doch die Kurve noch enger!
Ja, genau, Alter. Genau. Bis zum Ende so tun, als würde man abbiegen wollen und dann durchziehen. So schummelt man sich vorbei. Geiler Typ. Ich weiß nicht genau, warum. Also, mir schwebt so irgendwann zwischen 2 und 4 Uhr vor. Und wir haben erstmal richtig. Du bist wieder live dabei. Läuft. Den ganzen Tag noch nichts, aber ich bin da noch nicht viel gefahren. Ne? Jetzt geht's los wieder. Was wollte ich sagen? Ich hab so einen Knopf drücken. Wir fahren erstmal richtig. Weil der Rettungsdienst bleibt auf der ersten Spur, weil sie wissen, dass das ja viel zu schmal ist auf der zweiten Spur für so einen Transporter. Selbst die bleiben mit Einsatzwagen auf der ersten Spur. Wenn man einen Rettungswagen durchlassen will, dann kann das passen, wenn die Fahrzeuge langsam sind, aber auch die machen es nicht. Das sagt doch schon was. Sagen, ob hinten irgendwas bei mir leuchtet, ein Rücklicht oder so? Ich gucke mal. Nee, alles dunkel. Den hast du mir eben den Stecker zerhauen, danke dir. Kein Thema. Vielleicht durchziehen können, Mann. Mm-hmm.